Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zurück mit Dreamfall The Longest Journey, liebe Leute, genau. Und wir machen dort weiter, natürlich, wo wir beim letzten Teil aufgehört haben, bei dieser Blutspur, die hier in dieses Zimmer hineinführt, und dass wir zuerst gehen werden. Ich kann diesmal nicht ganz lange aufnehmen, weil ich in einer Stunde etwa noch ein Coaching mache mit Age of Empires 2. Da wird ein Profispieler mich coachen, das nehme ich auch auf wieder. My God, Wer ist das that's his Leiter? lighter. Genau, den es ihm gekauft hat. Antikleiter, der bereits angesprochen wurde vom Wonkers. War es im ersten oder im zweiten Teil? Ich glaube, im ersten Teil war es sogar noch. Zoe. Und jetzt spricht das Mädchen direkt zu She's uns. here. Find April Ryan. Save her. Genau, wir finden April Ryan und sie zeigt auf diesen Bildschirm, auf diesen, sag ich Bildschirm, auf diesen Kleiderschrank dort drauf, auf diesen Closet. She just vanished. Ja, das kann sie. Screen said 201. Sie kann zaubern. I think she wants me to go open that closet in room 201. Is that what brought Liza here? Ich habe jetzt theoretisch noch etwa eine Stunde, bis ich mich hier treffe mit diesem Weißrussen. Ich werde versuchen, alles, was ich in diesem Haus mache oder zu machen ist, some sort of security system. In diesem Mine unterzubringen. Und dann werde ich einen Cut machen wahrscheinlich. Ich habe das Problem, ich habe mittlerweile bloß noch 100 GB frei auf meiner Festplatte. Das klingt erstmal relativ viel. Ups, ich kann ja nicht raus. Wollte das überspringen eigentlich. Oh, das sieht ja auch sehr nicht so toll aus. Ja, hallo, hallo. Hallo, so. Gut. Was geht hier ab? Moment. Solid. I don't think it's possible to break through this one. Ah, okay. Looks brand new too. Like it's been installed recently. Dann müssen wir den Mist hier erstmal hacken. Ups, damit das natürlich nicht mit dem Feuerzeug. Dann machen wir dann das, diesen Trick wieder. Und dürfen wir diese Dinger suchen. Ich bin in diesem Spiel eigentlich immer sehr schlecht drin. Wo ist es? Hier oben? Ihr habt es bestimmt schon längst rausgefunden. Also immer wenn ich so auf YouTube mir so Videos angeschaut hatte von Leuten, die das Let's Play haben, die waren alle fünfmal so schnell wie ich gefühlt. So, jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut. Ich mag das andere Spiel aus dem letzten Video mehr, wo man hier diese Zeichen verschieben muss. Das finde ich viel cooler als das hier. Dieses Zeichenzuordnungsspiel, das mag ich nicht. So. Wir gehen mal vollkommen lautlos hier rein, ohne dass die Tür Geräusche macht. So, da sitzt jetzt so ein Dude, der sieht auch wirklich aus wie ein Dude. Also wer schon mal hier The Big Lebowski gesehen hat, der fühlt sich vielleicht leicht erinnert an diesen Typen. Vielleicht füge ich sogar noch ein Bild ein von The Big Lebowski, dass ihr wisst, was ich meine, falls ihr den Film nicht kennt, der ist aus den 90ern. Someone's rehydrating and heating a pizza. Ich glaube, das mache ich sowieso, weil ich muss es. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich muss das Ganze hier sowieso nochmal einfügen in Premiere Pro, um Anfang Ende wegzuschneiden. Das Problem ist nämlich, ich kann ja nicht eine Aufnahme während des Spiels starten, wie ich bei den meisten Spielen machen kann, sondern ich muss eine Bildschirmaufnahme machen und ich muss dann mal wegschneiden, wie ich ins Programm reingehe und aus dem Programm wieder rausgehe. Das ist ja blöde. Ja, kann das leider nicht so toll machen, deswegen muss ich das alles nochmal manuell bearbeiten. Aber es ist mir wert für dieses Spiel. Dreamfall ist ein tolles Spiel, wie ich finde. Aber wir sind ja voll die Programmierer. Wir programmieren das Ding einfach mal um. Jawohl. Und verstecken wir uns hier einmal an der Wand. Und der Dude hört, dass sein Futter fertig ist. Genau. So, dann gehen wir an mir vorbei, mein Freund. Wir sneaken uns hier einmal kommt an ihm vorbei. So, nee, beeil dich, so. So, hier wird Fußball geschaut. Wer spielt denn hier gegen wen überhaupt? Aha. Interessanter Name. Das sah alles sehr norwegig aus. Was auch Sinn macht, denn Funcom hier unter der Leitung von Ragnar Tornqvist ist ein norwegisches Studio, was dieses Spiel hier erstellt hat. She's connected to one of those things I saw in Reza's apartment. What is it doing to her? What's all this equipment for?
What is that thing? They must be testing it on these people. That's probably what this place is for. It's not a hotel. It's a laboratory. So, das sind wir auch schon. The room the little girl was in. Aber wir kommen nicht rein, natürlich, es wäre auch zu einfach. Also gut, wir haben uns schon durch den Keller reingeschlichen und dort an dem Hund vorbeigeschlichen, haben jetzt gerade dieses Rätsel gelöst. Eigentlich sollte man meinen, dass man das so schaffen kann. Ups. Und wir haben einen Fenstergriff erstmal uns ergattert. Oh, und man sieht hier. She looks like she's in her own world. Ja, die lebt in ihrer eigenen Welt, aber sie hat keinen Autismus. Die hat, glaube ich. Ja, die hat was Intus, die gute Frau. Wir hätten uns übrigens auch prügeln können mit diesem Typen da unten, mit diesem Dude, aber ja. Ist dann. Einfach die Sache, ihr habt das Kampfsystem gesehen in der ersten Folge, falls ihr die erste Folge gesehen haben solltet. Und, oh, jetzt merkt er, dass hier was nicht stimmt. Genau, und da wollte ich dieses Kampfsystem nicht triggern. Ich habe mich gerade ein bisschen blöd angestellt. Ich bräuchte eigentlich jetzt einen Laken, was ich mir hole. Ich lasse den Typen nochmal hochkommen. Müsste jetzt hier erstmal Inspektionsgang machen und gucken, was hier los ist. Den sehen wir gleich, deswegen bleibe ich auch hier oben, verstecke mich vor dem Typen. Und dann gehe ich gleich wieder runter. So, wo ist er denn, der Dude? Das wäre echt cool, wenn man das im echten Leben machen könnte. Einfach mal so um die Ecke rumpörchen, ohne dass der andere einen sehen kann. Das wäre schon ziemlich nice. Und dann wäre es lustig, wenn einer auf der anderen Seite stehen würde von der Kante und dann das Gleiche machen würde. Oh, schaust du mir gerade zu, wie ich hier um die Ecke rumschaue? Nein, schaust du mir gerade zu, wie ich hier um die Ecke rumschaue? Okay, dann gehen wir jetzt wieder getrennte Wege. Was ist jetzt los? Wieso kommt der Typ nicht? So, muss ich hier durchs ganze Haus durchsneaken oder wie geht das dann? Moment. Hallo? Okay. So, die ist hier wieder an so eine schöne Maschine angeschlossen. I wonder what that thing does. No, I need to focus on finding Reza. Ja, da ist so eine Blume, die dort rauskommt. Sehr interessant alles. She's connected to that same device the girl in Reza's apartment was connected to. Strange. Looks like she's strange. Das klang jetzt sehr interessant, wie sie es gesagt hat. Und was machen wir jetzt? Was machen wir denn nur jetzt? Mal einen Blick ins nächste Zimmer. Und wir kommen nicht rein. Klasse. 203. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Sehr gut. Genau. Ich gehe jetzt erstmal hier mit hin. Und wir kriegen eine schöne Cut-Sequenz. Doch auch toll. Und sehen dort Zoe durch das Fenster. The handle fit perfectly. I ought to be able to open it now. Sie spricht auch sehr, sehr britisch, aber sie hat ja schon gesagt, glaube ich, oder sie sagt spätestens, falls sie es noch nicht gesagt hat, sie kommt aus London ursprünglich und sie sind halt dorthin gezogen, dort nach Marokko, wo sie dort in diesem Jardin de Rose gelebt hat und das Ding fällt einfach mal ab. Ja, Zoe, gut, dass du nicht 2 Sekunden länger gebraucht hast, um diese Leiter aufzuklettern. Das hätte sonst sehr schmerzhaft werden können. Der hätte auch ein Karate und ein schwarzer Gürtel nichts mehr gebracht. So, jetzt gehen wir rein. Sehr gut. Saving Game. Das sieht hier wieder aus wie so. Was sind das überhaupt? Das könnten so abgefahrene, spacige 5.1 Boxen sein oder das sind irgendwelche. Es sieht ein bisschen aus wie so Equipment, dass hier die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und so weiter überwacht wird. Ja, gute Frage. Das habe ich mich gerade auch schon gefragt, was das eigentlich soll.
und sehen jetzt wieder eine Person, die ein bisschen leicht heruntergekommen aussieht. Ja. Wie auch der Rest von allem hier. Das sieht auch ein bisschen runtergekommen aus. That's one disgusting towel. Ja, das sieht schon aus, als wäre das 5-mal durch die Kimme gezogen worden, das Ding. Und das nehmen wir jetzt einfach mal kommentarlos auf. Und stecken uns das ein. Und jetzt schleichen wir hier mal rein. Der gute Kerl war auch ein bisschen in seiner eigenen Welt. Das nimmt man hier mit rein. Er soll mich gar nicht mitbekommen. Wenn ich ihn hier, wenn er mich hier sieht, dann ist er auch ein bisschen überfordert. Das ist auch wieder ein Argument, natürlich. Oh. Ups, jetzt haben wir ihn aufgewacht. Oh, jetzt holt er gleich Verstärkung. Shit. Ich geh mal kurz hier raus. Damit der Dude mich nicht findet. Es ist mir sehr blöd angestellt gewesen. Ich hätte natürlich einfach warten müssen, bis er aufsteht oder mich da irgendwie reinsneaken sollen. Na, ich kann jetzt aber schon mal, während ich hier warte, kann ich hier schon mal das schmutzige Laken und das schmutzige Handtuch verbinden und hab dann. Wow, wie habe ich das gemacht? Hab hier dann etwas, das nennt sich Makeshift Rope. Rope ist natürlich Seil, das weiß man. Makeshift heißt sowas wie Aushilfsseil haben wir jetzt quasi. Oh, und wir haben die Typen ganz schön auf die Fresse gehauen. Ja, das war jetzt unnötig, natürlich, die Gewalt. Aber ich meine, gut, wenn ihr euch den mal anschaut, wie runtergekommen der auch aussah. Ich meine, der wird nicht ohne Grund hier gelandet sein. Der hat, wird schon irgendwas verkehrt gemacht haben. Also, dass wir ihm gerade ein paar auf den Deckel gegeben haben, das, ja. Ich sag mal so, es ist nicht unvorstellbar, dass er das auch verdient hat, dass er hier links und rechts eine reinbekommt. Also jetzt dort natürlich ziemlich krass auf dem Boden wieder rumliegt, ist vielleicht auch nicht so toll, aber gut, was willst du machen? Es war nicht so geplant gewesen von mir. Plasma Heating klingt interessant. So, dann. Machen wir hier das Ding auf, Luke auf, jawohl. Befestigen hier am Radiator. Ich hatte das erst mal durchgespielt, hatte versucht am Fenster zu befestigen, das Seil. Wieso geht das nicht? Aber natürlich relativ schnell habe ich herausgefunden, dass ich hier dieses Seil am Radiator befestigen muss. Jawohl. Und jetzt können wir dort rausklettern. So. Und das Spiel wird gespeichert. Sehr gut, da freuen wir uns. Und welch ein Zufall, jetzt sind wir im richtigen Zimmer. Und sind jetzt in dem Zimmer, wo uns das kleine Mädchen drauf hingewiesen hat. Jetzt kommt erstmal wieder eine tolle Cut-Sequenz, die wir uns schenken konnten. So. The little girl. She was pointing at that closet. What could it possibly mean? Und wir finden hier einen Videograph. Nicht ein Fotograph, einen Videograph finden wir hier. That is Charlie. And those two girls? Man hat sich das Bild gar nicht bewegt gehabt. Es wäre cool, wenn das wie bei Harry Potter wäre, wo sich dann die Bilder bewegen, wie wir es so gemacht hätten. Technisch möglich wäre es gewesen, theoretisch. Ihr habt ja auch die Bildschirme im Hintergrund gesehen. Aber gut. Jetzt kommt hier Markus. Der sieht auch schon sehr zwielichtig aus, das ist er auch. I don't know you. Who the hell are you? I don't appreciate being cursed. I should try and calm him down. Nee, wir sind erstmal richtig unfreundlich zu dem. Who are you? Der hat's auch nicht besser verdient, der Kerl. Who am I? I am the fucking supervisor. That's who. Now who the fuck are you? I told you, don't talk to me like that. Fuck you! Okay, das sah jetzt nicht wie ein extremer Karate-Move aus, aber es hat funktioniert. Einfach eins auf die Nase gehauen. So kann das laufen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, so läuft das. Yeah, well, you're lucky it's just your face. I'm black belt.
Ja, das ist sie auch. Das ist ja tatsächlich. Das war jetzt nicht erfunden. Sonst ist ja häufig so, dass man in diesen Situationen sich ein bisschen größer macht, als man ist, um einen besseren Standpunkt zu haben. Aber nee, sie ist tatsächlich Schwarzgurt. Point is, I need to find him. If he's been here, maybe you know where he went. I don't know. You'll come in here and you punch me in the face? I should fucking. What's his name? Reza. Reza Tamiz. Yeah. So, dass sie jetzt einen echten Namen angegeben hat, ist natürlich auch ein bisschen problematisch, aber. I'll punch you again. Okay, I'll pay you. Das ist auch wieder eine gute Perspektive. 500, if you can get me any information about what's happened to him. Another 500, if you help me find him. 1000 wise. If you help me find him, I'm good for it. Er hat Weiz gesagt, nicht Dollars. Besser, weißt du, dass jetzt ein Slang ist für Dollar oder ob die eine andere Währung haben in der Zukunft. Jesus, all right, can a guy ask Christ? You're touchy. Okay, I could use 1000 just about now. So what's this guy's name again? Rez what? Reza Tamiz. He's about your height, black hair, tanned, probably well dressed. He was here last night. I'll see what. It's 1000, right? Did you give me the 500 up front? No. You get your money when I get the information. If you don't want to do business, I'll. Fine. So how do I contact you? Do you know the Fringe? Who doesn't? I'll be there tonight. Yeah, sure you will. You know how difficult it is to get an invite? Wir hätten ihm eigentlich mal sagen müssen, dass wir uns dort treffen. Dann hätte ihn das schon genügend beeindruckt. No, the Fringe. I've got connections. I'll make sure you're on the list. No fucking way. That's awesome. If you told me that connections. Right away, das ist immer eine gute Aussage. Okay, so I'll see what I can dig up. Natürlich ein schlechter Verhandlungsstandpunkt für ihn, wenn er sagt, ja, du hättest mich aber einladen müssen, dann wäre ich für umsonst gekommen. Come on. I'll let you out the front. DNA. Na gut, ob es jetzt Blödheit war oder einfach bloß Ehrlichkeit. Das, this place is an impenetrable fortress. Bleibt jetzt dem Betrachter überlassen. Genau, eine unannehmbare Festung ist dieser Ort hier, aber mit ein bisschen Sneak Ability und mit ein paar Black Belt Skills schafft man es doch hier reinzukommen. Ja, auch dieses Rohr hier, wo wir gerade dran stehen, was gerade so prominent im Bild war, auch das kennen wir aus The Longest Journey. Denn auch dieses ganze Gebäude können wir natürlich aus The Longest Journey, wer den ersten Teil kennt. Ich habe damals ein Paket gekauft, da waren beide Spiele mit drin, The Longest Journey und Dreamfall The Longest Journey. Ich habe jetzt ein Paket gekauft auf Steam, da war auch noch Dreamfall Chapters mit dabei. Weißt du, also ich habe das Spiel zweimal gekauft. Ich habe sogar dreimal gekauft, weil ich nochmal eine DVD gekauft hatte für meinen Mac, dass ich da aufspielen kann. Also ich habe das Spiel jetzt schon dreimal gekauft. Das ist lustig. Aber Age of Empires habe ich ja mittlerweile auch mindestens dreimal gekauft. Einmal habe ich es damals gekauft oder ein Freund von uns gekauft. Dann ist die CD im Stilaufwerk durchgelaufen einfach. Das kam so ein riesen Geräusch auf, so ein. Also wie so eine Turbine, die richtig losdreht. Okay, das Ding ist zerstört worden. Das hat aber auch das CD-Laufwerk kaputt gemacht. Da mussten wir das Spiel den Point natürlich bezahlen, der dann auch wütend war. So gesagt hat, hier, ich will das natürlich zurückhaben. Kann ja nicht sein, dass ihr das Ding kaputt macht. Dann war es das erste Mal bezahlt. Oder ich muss es eigentlich dann bezahlen von Taschengeld. Und es hat auch ziemlich lange gedauert. Ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das Ding bezahlt gewesen war. Das war schon ziemlich ätzend gewesen. Da war ich, glaube ich, 10 oder so. Dann habe ich die AD-Version gekauft auf Steam und dann nochmal die Definitive Edition. Und ich habe auch noch Downloadable Content, also DLCs gekauft. Das heißt, ich habe das Spiel eigentlich, ja, ich habe das dreimal gekauft dementsprechend. Einmal als CD, einmal als AD-Version, einmal als Definitive Edition plus noch die Downloadable Contents. Außer jetzt für die Definitive Edition, da gibt es nämlich noch jetzt Realms of India heißt das, glaube ich. Da gibt es dann noch die Goyara und die Draviden und die, Hindustani heißen jetzt die Alten, die vor Inder hießen. Wie heißen dann die letzten? Goyara, Draviden, Bengalen, genau, Bengalen mit den Ratha gibt es dann noch. So, und jetzt gehen wir natürlich zurück. Und was machen wir dort, wenn wir zurück sind? Wir sprechen erst einmal mit dem guten, kannst du mir den Namen empfallen? Lisa. Mit dem Charlie sprechen wir erstmal, genau. Es gibt immer so eine Serie, unser Charlie, Sommer zum Affen. Ich kenne man das noch, wenn man so alt ist wie ich oder ein bisschen älter. Ja, da muss ich gerade dran denken. Affen sind auch so aggressive Tiere. Die mussten den Affen mehrfach auswechseln, dann immer neuen Affen trainieren, weil, wenn die Viecher groß werden, die werden extrem gewalttätig. Das ist nicht lustig.
Und ja, irgendwann haben sie dann diese abgesetzt. Das liegt aber auch einfach daran, dass es irgendwie einen Zwischenfall gab, dass da irgendwie einer von diesen Affen ausgerastet ist. Und ich weiß nicht, was der genau gemacht hat, aber ihr müsst euch überlegen, selbst ein weiblicher Schimpanse, der kann mit einem linken Arm mehr hochheben als ein starker Mann, das mit beiden Armen kann. Also wenn du einem starken Mann sagst, hier heb mal so und so viel hoch, das macht ein weiblicher Schimpanse mit einem Arm quasi einfach. Und die Viecher können extrem gefährlich werden, wenn die ausrasten. Also ich will vielleicht gar nicht wissen, was da geschehen ist. Aber ich glaube, gestorben ist keiner. Ey, komm, das ist auch stylisch, was du hier trägst. Du trägst hier eine schwarze Jacke von H&M, ein blaues Shirt von Kick und ja, die Jeans hier, die ist definitiv irgendwo aus einem Übersee. Ey, das ist doch ein 50-Euro-Outfit hier, sieht doch spitze aus. Ich meine, das ist immer mehr im Endeffekt. Meine Sachen sind auch nicht alle Markenkleidung, also. Und anfühlen tun sie sich meistens genauso gut, also nicht immer hier so, Markerismus betreiben. Das ist schon, ja. Auch ohne Markenkleidung geht's. So, und jetzt zeigen wir Charlie erstmal dieses Videograph. Die Übergabe war gerade ein bisschen interessant animiert gewesen. Das wäre auch theoretisch damals technisch besser gegangen, aber es ist halt ein kleines Studio. Ich will nicht auf solche Details rumhaken. Das ist Quatsch, finde ich. Ja, 10 Jahre und eine Lebenszeit vorbei. So geht es mir auch manchmal, wenn ich zurückschaue, was sich in 10 Jahren alles tut in der Welt, aber auch im eigenen Leben. So, jetzt haben wir diesen Namen. Der kommt uns noch bekannt vor. April Ryan, das haben wir auch schon mal gehört. Did you say April Ryan? Yeah. Verstehe man nicht, wenn Leute das TH im Englischen nicht aussprechen können. Weil man es eigentlich wie ein W ausspricht. The Father, The Mother und so on. Also es ist ja eigentlich ein Laut, der in der deutschen Sprache auch vorhanden ist. Aber ich kriege diese R's nicht hin. Aber diese gerollten R's gibt es ja eigentlich auch im Deutschen so nicht. Also dieses sowas wie April Ryan zum Beispiel. Ich kann es an sich aussprechen, aber ich finde es halt sehr, sehr schwierig, das auszusprechen. Und wundere mich immer über Leute, die dieses gerollte R können, aber an einem TH versagen, obwohl das ein Laut ist, der aus der deutschen Sprache ja auch bekannt ist eigentlich. Also es gibt lingual gesehen keinen Grund, warum man das nicht aussprechen können sollte. Denn wer die deutsche Sprache beherrscht, der sollte diesen Laut ja produzieren können. Habe ich nie verstanden, warum Leute das TH nicht aussprechen können und dann aber das R so rollen können. Also wir pushen natürlich weiter. I think there may be a connection between April Ryan and whatever Reza was investigating. Ja, das ist ein gutes Argument. Are you serious? This is gonna sound crazy. I can't even believe I'm telling you this, but I've heard the name April Ryan recently. I've been seeing things. Wo das nur gewesen ist. Auf Bildschirm habe ich Sachen gesehen. So geht es mir auch manchmal, wenn ich auf einem Bildschirm schaue, da sehe ich auch manchmal was drauf. Zum Beispiel junge Damen, die mit schwarzen Männern sprechen, mit Untertiteln. Aber das ist natürlich Einbildung. So. Genau, es ist ein Puppenhaus. Ich weiß, es klingt komplett insane, aber die Frau, sie spricht zu mir. Achso, wenn ich gerade so Puppenhaus sage, muss ich gerade an so Puppen denken. Ich habe neulich Puppen gesehen gehabt, da war ein Bär, ein Esel, ein Ferkel war dort gewesen und ein Kaninchen war dort gewesen. Und ich glaube, Maul war auch immer dabei gewesen. Und das waren die Spielsachen von dem, der die Winnie-Pooh-Bücher dann geschrieben hatte. Achso, ich fand das so abgefahren, ich hatte das auf Facebook gesehen gehabt. Da hatte also derjenige, der diese Bücher geschrieben hat, dann von Winnie Pooh, der hatte tatsächlich auch tatsächlich Spielzeug gehabt, was genauso aussah auch wie dieser Charakter dort, wo dann einer geschrieben hatte auf Englisch, holy shit, it's them. Das hatte ich gesehen gehabt, wo ich mir auch so dachte, interessant, dass er so die Story rumgeschrieben hatte, vor allem, dass die auch alle dann existiert hatten. Ich meine, hätte er dort einen Bären gehabt und der Bär hätte so ausgesehen gehabt, wie dann Winnie Pooh später, hätte ich auch gesagt, ja, okay, hat halt diesen Bären genommen und dann noch was drumherum gemacht. Aber dass auch diese anderen Tiere dort auch vorhanden waren, wo ich das gesehen hatte, hatte ich auch so gedacht, holy shit, it's them. Und es hat halt einer hingeschrieben gehabt. Ich hätte vielleicht genau das gleiche Kommentar drunter geschrieben, wenn es nicht schon drunter gestanden hätte.
until he got into Amethyst in a big way. Oh, Amethyst klingt wie eine Droge. But I heard he got a job at the hotel. Ja, yeah. Hotel kann man es auch nennen. He's some kind of caretaker. And you're right, it's not a hotel. I saw something while I was there. They're testing some kind of und wir sind bei 26, 18:26 ist jetzt. 7 Uhr muss ich halt, wie gesagt, hier raus. Spätestens, aber ich will eigentlich auch noch was essen, denn das Coaching wird wieder 1,5 bis 2 Stunden gehen. Und ich habe nicht vor, um 9:30 noch was zum Abendbrot zu essen dann, sondern ich würde das gerne hinbekommen. Bis dann. This is the safest place in Newport. Nothing gets in or out without me knowing about it. I'll make sure his name's put on the guest list. Gut, das ist sehr vorsichtig, vorsorglich von dem fürsorglich von dem guten Charlie. That would be nice. I'm starving. I haven't eaten since the train. You come to the right place. Our sashimi's the best in town. Find yourself a table and I'll have someone take your order. Thank you. Wait, Charlie? Yeah. You really think Rez is okay? He's an investigative reporter, isn't he? Jericho's famous. I'm sure he's been in worse scrapes. Don't worry, he'll be okay. Jetzt links im Bild ist, sie sieht aber auch aus, als ob die ein bisschen weg wäre. Vielleicht hat die auch eine Ladung MF in sich reingezogen. Oder sie hat ein bisschen ein neurologisches Problem, dass sie nicht ganz neurotypisch ist. Das ist sowieso, wenn man sich so die Spiele anschaut von den frühen 2000ern, da scheinen sowieso 30% der Charaktere an Autismus zu leiden oder mehr sogar als 30% der Charaktere an Autismus zu leiden. Also davon ausgehen, dass sie darunter leiden. Vielleicht leiden die auch gar nicht darunter, aber zumindest scheint die es zu haben. Das ist so, wenn man so diese alten Videospiele sieht. Wobei es gibt auch manche Videospiele, da haben alle Autismus. Ja, das ist dann sinnlos. Es ist in die Kante reinstarren, kein Augenkontakt führen allgemein. Komische Körpersprache. Ja, das macht man mittlerweile ein bisschen hübscher. Also ich denke, wenn man sowas spielt wie The Witcher im neuesten Spiel, im letzten Spiel, das ist doch auch eine Welt dann auch mit Charakteren, die ein bisschen glaubwürdiger ist. Aber das war schon gut für die Zeit. Und man muss halt auch überlegen, das ist halt auch eine Sache, die man allgemein bedenken muss. Es haben sich auch einfach die Gehälter geändert, also beziehungsweise die Gehälter geändert, nicht von den Leuten, die es erstellen, so unbedingt so sehr. Obwohl die auch besser bezahlt werden, teilweise halt auch schlechter, weil auch Preise gedrückt werden. Die Budgets, das wollte ich sagen, die Budgets für die Spiele haben sich eben auch sehr, sehr nach oben dann korrigiert. Und wir können nicht 5 Millionen Dollar Produktion mit 150 Millionen Dollar Produktion vergleichen, wirklich. Das ist nicht fair. Und schon gar nicht, wenn die Spiele dann halt auch nochmal 10 oder 15 Jahre jünger sind. Das wäre ein Vergleich, der finde ich, würde auf vielen Ebenen nicht fair sein. Aber auch kleine Spiele, auch von kleinen Entwicklern, können sehr gut sein. Ich meine, Firefly Studio, die Stronghold Crusader gemacht haben und allgemein die Stronghold-Spiele gemacht haben, das sind, glaube ich, 30 Leute insgesamt. Und die Spiele sind trotzdem noch gut, die kann man auch heute noch spielen. Also, wenn man Burgen bauen möchte im Mittelalter, denke ich, ist Stronghold immer noch mit das Erste, was man vielleicht spielen möchte. Vor allem, wenn man sich halt auf dieses Burgenbauen selber fixieren will. Also, mir würde jetzt kein anderes Spiel einfallen, was dann besser wäre. Es gibt vielleicht noch andere Spiele, die grafisch besser sind oder die genauso zu empfehlen sind an sich oder wo man auch Imperien aufbauen kann. Aber wenn man nur eine Burg sich bauen will, ich glaube, da ist schon Stronghold Crusader wirklich mindestens Top 5 noch, auch heute. And the thing she told us, she's not the only one, Zoe. There are others who've tried. Ich habe gesagt, die Verschwörung ist losgegangen. Viele haben Arcadia gesehen. Und sie ist nicht die einzige dort, die April Ryan, die das erzählt hat. Genau, Cortez war das, dieser verrückte Idiot, von dem er gerade spricht. Sie kann es fühlen, okay, Gefühle sind immer ein bisschen eine schwierige Bekundung für etwas.
ein wenig rationaler Grund. Ich habe schon viele Leute getroffen, die gemeint haben, meistens waren es Frauen, die gemeint haben, dass sie wissen, dass es Gott gibt, weil sie es fühlen können. Ja, ich weiß, dass es wetterfühlige Leute gibt, die fühlen, dass es in einer Stunde ein Gewitter gibt oder regnet oder dass die Sonne rauskommt, was auch immer. Das glaube ich den Leuten ja auch, aber zu sagen, es gibt Gott oder zu sagen, es gibt eine Parallelwelt, weil man das irgendwie fühlt, das ist immer ein bisschen schwierig, auf der Art und Weise zu argumentieren, weil Menschen eine Menge fühlen können und Menschen können auch halluzinieren und allen möglichen anderen Kram. Gefühl ist immer ein bisschen schwierig, aber ich lasse mal im Raum stehen, Gefühle haben auch ihren Platz. Die sieht gut geschwenkt aus, die Frau. Emma ist das. Und sie hat es nicht aufgegeben, nach April Ryan zu suchen. Nur weiß sie gar nicht, ob April Ryan überhaupt noch Interesse hat, in diese Welt zurückzukehren. Das werden wir später erst herausfinden, wie April Ryan zu dieser Welt steht und warum sie nicht zurückgekehrt ist. Also falls sich das interessieren sollte, müsst ihr in weitere Folgen klicken. Ich denke mal, jetzt sind wir gerade bei Folge 4. Na, wahrscheinlich werden wir in Folge 6, 7, 8, irgendwas in die Richtung, werden wir dann April Ryans Geschichte erfahren. Ja, das sind alles abgefahrene Zufälle hier. Ob diese Zufälle noch Zufälle sein können, das wird sich aufklären. The only explanation I can think of. Your friend, the journalist, you still don't know where he is? No, but with any luck, I might find out later tonight. Actually, Charlie, is there somewhere private where I can make a call? Maybe Reza's tried to contact me. I'm going to try his mobile again and check in with my friend Olivia back in Casablanca, in case she's heard from him. Sure. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man von einem Syndikat gesucht wird, was sich Verein nennt und über alle Medien verfügt dort. Über mediale Kommunikationswege sich miteinander zu verständigen, denn dass Zoe glaubt, dass sie hier nicht abgehört werden kann. Oh, das klingt wie ein sehr holländischer Name. Performance Sculptor, okay, interessant, auch eine Künstlerin. Genau, also es ist sehr naiv von ihr, von Zoe, dass sie glaubt, dass sie hier nicht abgehört werden kann. Oh, Charlie ist ein netter Kerl, das stimmt. Der hat vor allem auch eine interessante Polygonhaarfrisur. Einfach mal den Kopf ein bisschen extrudiert, die Stellen dort, und dann einfach ein Textur drüber geknallt. Aber ich meine, es funktioniert. Es sieht aus wie eine Frisur an sich. Ich meine, Zoe und Emma, die haben so ein bisschen mehr Partikelhaar auch teilweise, beziehungsweise eigentlich sind es keine Partikel. Quatsch, was rede ich? Es ist aber auch nicht alles Polygonhaar, obwohl der Großteil von Zoes Haar ist auch Polygonhaar. Das sind bei ihr dann auch so PNGs. Wahrscheinlich also Textur mit Alpha-Kanal zumindest. Vielleicht keine PNGs, aber Textur mit Alpha-Kanal, wo die Haare dann geformt werden, und bei Charlie ist es Polygonhaar einfach dann, was rausmoliert wurde und dann Textur drauf geklatscht. Aber es sieht gut aus, finde ich. Und ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, wie man diese Art von Frisur so erschaffen kann. Aber wenn man halt so hinschaut, ist es halt Geometrie und einfach dann draufgehauen. Würde man ihr jetzt dort eine Hauttextur drauflegen, dann hätte er eine sehr, sehr komische Kopfform einfach. Das würde auch lustig aussehen. Okay. Nice dress. Ja, die sehen ja alle sehr interessant aus. Man sieht auch in der Zukunft, die Leute sind nicht so extrem anders gekleidet. Die Frauen, so können es jetzt auch aussehen. Der hat hier bloß ein bisschen interessantes Shirt. Das scheint irgendwie ein bisschen bioluminescent zu sein oder irgendwie sowas. Also das scheint, leuchtende Dinge scheinen ja in der Zukunft sehr beliebt zu sein. So, der ist ein Snob, der will nichts mit mir zu tun haben. Everyone here is wearing the latest styles. I feel a bit underdressed. Most of the people who come in here are so dull, rich. Powerful, beautiful, dull. Ah, so ist das im goldenen Käfig. Die Leute sind zwar reich, aber irgendwie auch ziemlich Idioten teilweise. Hey, beautiful. Wanna ride on my rocket? I'll take you to heaven and back in one night. Okay, diese Aussagen hätte ich eher andersrum gedreht, dass er hier diese Anmache schiebt und dass er hier diese Aussage macht. Das hätte vom Design mehr gepasst, denn wer hier schon so eine Pornobrille trägt, der fängt eher mit solchen Sprüchen an, aber gut. So, jetzt gehen wir erstmal in diesen Booth mit Ryan. Genau, bei Video Booth. Und ziehen wir hin. Und telefonieren mit unserem Lockpick. Ach nee, es geht gar nicht. Telefonieren hier mit unserem Mobile Phone natürlich. Holen das mal raus.
Hi, this is Reza. I'm either busy or I'm sleeping. Either way, let me know what's up. Oh, das entweder beschäftigt da am Schlafen, das klingt ein extremer Workaholic. Oder wie ein Mensch, der gerne Nickerchen macht. And I followed your tracks to the hotel. I found your lighter. And there was blood everywhere. I hope everything's okay, Reza. Please call me if you... when you get this message. I'm not about to give up on you, but I need to know that you're not... I need to know that you're okay. Talk to you soon. Bye. So, jetzt kommt hier Marcus, von hinten angeschlichen. You got yourself a VIP booth? Jo, wir sind voll die very important Marcus, persons hier. I was just about to... Convenient, und jetzt kommt noch Besuch vorbei, genau. Den haben wir auch schon kennengelernt. Den sind wir aber nicht sehr gut eingestellt gegenüber. Boom, und erstmal gibt's voll Smack 1 auf den Nacken. Betäubungsschlag. So, jetzt kriegen wir eine Runde MF hin. Oder was auch immer das war. Jetzt kommt diese tolle Pflanze raus, die uns jetzt erstmal facefuckt, genau. Ja, Winter nennt sich das Ganze jetzt. Und hier dieses schöne E mit diesen zwei Punkten drüber. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Falls ihr wisst, wie das sich nennt, dieses E, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich lerne doch immer ganz dazu, gerne neue Sachen. Where am I? It doesn't feel like a dream. I should be freezing, but I don't feel cold at all. Actually, I don't feel anything. This all looks so familiar. Ja, es sieht schon sehr ähnlich aus oder uns sehr vertraut aus. Richtig, weil wir das schon gesehen haben. Oh, das ist aber schöner. Geometrie da im Hintergrund. Höchst aufwendig modellierte Eisblöcke, aber es funktioniert, ne? Das ist eigentlich sehr einfach Geometrie. Ich glaube, all die Eisblöcke, die dort rumstehen mit Variationen, die haue ich in einer Stunde mit raus, aber man braucht gar nicht so viel, um ein Setting glaubhaft erscheinen zu lassen. Mensch, was rede ich hier zusammen? So. Ich habe das ganze Ding hier, das kann man echt an einem Tag erstellen, mit den ganzen Eisklumpen auch. Gut, das Dollhaus braucht vielleicht ein bisschen länger. Da wird man schon eine Woche dran gesessen haben, das alles zu modellieren und zu texturieren, aber ich denke, aber das wird überschaubar schnell gemacht sein. So, und jetzt haben wir dieses Mädchen vor uns. I don't understand. Please, what do you want with me? Find April Ryan. Hurry, Zoe, hurry! But what do... You must hurry. Go! Now! So, und es lädt und es lädt und es lädt. Was lädt hier? Jawohl, und wir wachen wieder auf, aber in anderer Kleidung. Und finden uns in einer Art unterirdischer Grotte, Grottenhöhle, was auch immer wieder. Wie man das auch nennen möchte. Und irgendwie ist hier alles sehr strange, aber zum Kommen ist diese schönen Kristalle dort, die uns erhellen. So, wir sind nur zwei so Affen-Gorilla-artige Humanoid-Dinger, die dort rumstehen. This is not real. This cannot be real. I need to... I need to wake up. So, ich glaube, sie träumt das alles. I need to do something. Anything. So, wir haben hier ein Steinchen gefunden. Das können wir eigentlich auch direkt werfen auf ihn.
So, was macht er jetzt? Guckt sich um, der Gute. Okay. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Gut, ich werde gleich einen Cut machen. Ich mache es nicht mehr lange, weil ich auch noch was essen möchte, bevor ich jetzt Coaching mache mit dem guten Oladuschek. Oladuschek heißt übrigens Pfannkuchen auf Weißrussisch. Der hat auch einen Pfannkuchen als Profilbild, deswegen weiß ich das. So, ich könnte ihm jetzt natürlich eins drüber bürzeln. Ich könnte aber auch an mich vorbeischleichen. Ich versuche mal, mich vorbeizuschleichen. Ich will dem eigentlich nicht wehtun. Ich finde die Dinger lustig. Okay. Was war jetzt mit dem los? Warum sieht er mich nicht? Der ist einfach mal krass an mir vorbeigelaufen. Sieht er mich? Oder was macht er? Na, ich müsste ein bisschen, keine Ahnung, geistesamputiert sein oder geistesabwesend sein, dass er mich nicht sieht. Hallo, kannst du dich mal bitte zurückdrehen, damit ich mir dieses Ei dort schnappen kann? Hallo? Ich glaube, ich warte noch, bis ich oben bin. Ich gehe gleich noch hoch an der Stelle und dann werde ich dann einen Cut machen. 5 Minuten, glaube ich, noch ungefähr wird es dauern. Ah, es ist auch drunter gegangen. Interessant. It's glowing like a torch, but there's no fire or heat. Okay. Dann schnappen wir uns das mal. Glowing Egg, sehr gut. Stibitze ich ihn mal weg. So, das Spiel wird schon wieder gespeichert. Komme ich hier hoch? Nee. So, jawohl, jawohl, jawohl. Einmal hier rauf. Rauf, rauf, rauf. Schön die Treppe rauf, wie Gollum sagen würde. Ich habe schon im letzten Spiel gesagt, im letzten Video gesagt, ich will mir dann das Gollum-Spiel, was 2023 rauskommen soll, das will ich mir kaufen. Und das dann jetzt planen, auch wenn es halt neu auf dem Markt ist. Ja, weil ich sage schon seit Ewigkeiten, wir brauchen endlich mal einen Film oder ein Spiel, was diesen Charakter abdeckt. Der ist einfach so komplex in seiner ganzen Auftretensform und seiner Backstory, dass der alleine schon mal einen eigenen Film braucht oder ein eigenes Spiel braucht. Jetzt haben sie ein eigenes Spiel dazu gemacht. Ich hatte das gesehen gehabt vor 2 Monaten oder so. Und mir so gedacht, ey, das sag ich ja schon die ganze Zeit, dass das braucht. Und natürlich, wenn ich schon so lange sage, dass der Gollum sein eigenes Spiel oder Film braucht, kaufe ich mir das doch auch. Sag das ja nicht ohne Grund, sondern ich sage das, weil ich der Meinung bin, dass das interessant wäre oder notwendig wäre, um diesen Charakter voll verstehen zu können. Ich meine, ich habe die Bücher gelesen, aber ich denke, da ist ja immer noch sehr vieles im ungesagten Bereich. Es ist jetzt nicht so, als ob das kapitelweise nur um diesen Gollum gehen würde. Sondern da geht es doch eher um die Hobbits dann. Und das eine nehmen wir wieder mit, jawohl. Moment, wie machen wir das? Ja, da gehe ich mit. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir mal hier an dieses. Hallo? Gehen wir an dieses Rad mit runter. Und halten uns ja mal fest. So, jetzt können wir ganz einfach rüberlaufen. Das ist doch fast zu einfach. Ach, hätte ich es nicht gesagt. Jetzt ist ja alles runtergestürzt. Mensch, Mensch, Mensch. Aber das ist wenigstens ein Seil, dass wir wieder runterklettern können. Ich würde mal ein Ding auch hochklettern können. Aber das ist dann so ein bisschen so wie Bootcamp. Dann sie an diesem Seil hoch. So, jawohl. So, wir kommen jetzt zum Klimmzug, jawohl. Für Zoe kein Problem, sie hat den Klimmzug erfunden. I sure hope that ladder leads out of this place. Rauf, 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 rauf die Treppe rauf.
So, jetzt haben wir diese schönen Zeichen dort. Those glowing symbols look like they're etched right into the rock. Ja, reingeätzt in den Stein. So, ich reproduziere jetzt gerade dieses kleine Liedchen, was diese Kreaturen dort unten gesungen haben. Okay, das war jetzt nicht perfekt synchronisiert hier auf die Animation, die Musik, aber oder andersrum, die Animation war jetzt nicht so gut auf die Musik synchronisiert, aber es macht nichts. So, jetzt gehen wir einmal durch. Tatsächlich sind das Kilometer eigentlich an Steinen, die dazwischen liegen. Das ist Banda-Magie. Damit kann man den ganzen Tunnel graben. Banda werden wir später im Spiel auch noch treffen. Die werden wir auch in Dreamfall Chapters sehen. Ja, ich muss wohl träumen. Das glaube ich wohl auch. Ich mache noch mal ein paar schöne Kameraschwenks. Und diese low-polygonalen Ketten, die hier hingemodelt sind. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich werde ja dann, wie gesagt, gleich einen Cut machen. Denn ich habe jetzt noch 12 Minuten, bis ich mich ja mit dem Weißrussen treffe. Und ich würde noch gerne eine Kleinigkeit davor essen können. Genau. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch gewesen. Sehr gerne könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Noch mehr freue ich mich über hilfreiche oder positive oder zumindest positiv-kritisch Kommentare, die mir ein bisschen weiterhelfen. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren, da freue ich mich doch. Nur mache ich normalerweise eigentlich ein bisschen anderen Content, und zwar mache ich Spielvideos zu Age of Empires 2, sowohl Coaching-Videos als auch Gameplay-Videos, auch im Teamspeak. Falls euch also so Strategiespiele interessieren, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Genau, und falls es was ist für euch, könnt ihr mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ja, in dem Sinne, vielen Dank nochmal. Und ich würde mich sehr freuen, euch in der Zukunft bei weiteren Videos wiederzusehen. Bis dann, haut rein, liebe Leute. Und bis bald hoffentlich. Genau.